Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alo, diesmal im Endlos-Modus. Ja, und ich würde sagen, nach meinem Intro setze ich dann direkt Segel, ne? Ich sag, bleibt dran, dann erfahrt ihr, wie es hier weitergeht. Bis gleich. Tschüss. Okay, los geht's. Genau, hier waren wir ja in der letzten Folge stehen geblieben. Und zwar wollte ich mal gucken, müssen wir hier nachfüllen. Ne? Oh, ah, stimmt, das hatte ich in der letzten gemacht, sehe ich was. Gut. Jetzt habe ich ja auch in der letzten Folge den Dreh rausgekriegt, wie die hier aufsteigen können. Okay, Gewürze. Was haben wir denn hier? Quarz habe ich auch schon gemacht. Ha. Okay, Tongrube. Ein schwarzes Unwetter zieht über ihre Siedlung. Bitte was? Oh oh. Das ist aber gar nicht gut. Wo ist denn meine kleine süße Stadt? Aber da. Na, sage mal, finde ich jetzt meine Leute. Ach, da. Das ist ja ein Ding. Oh, der nimmt Schaden durch den Regen. Okay. Das ist aber gar nicht gut. Das ist nicht gut. Okay, schauen wir mal. Hoffentlich ist es gleich wieder weg. So was aber auch. Tja. Okay, warum habt ihr gerade Pause? So, was brauchen wir denn noch? Ah, wir haben jetzt endlich Glas. Aha, das ist ja fein. Dann werden wir doch hier vorne gleich mal. Wo ist es denn jetzt? Ja, das ist doch ganz einfach. Genau, ganz einfach. Okay, jetzt haben wir schon mal ein richtig schickes Konto. Ach, hier ist ja unser Glas. Okay, gut. Wo haben wir denn die Produktionsstätte dafür? Hier schon mal nicht. Da auch nicht. Das ist der Holzfäller. Na, wo habe ich die denn hingesetzt? Ey, jetzt schlägt es aber 13. Ach, da ist ja die Glasschmelzen. Okay, das hätten wir auch. Das sieht auch keinen Schaden. Okay, dann ist das nur hier drin. Oder auch nicht. Naja. Oh, was ist mit dir? Der hat Schaden genommen, definitiv. Eieiei, ist aber nicht schön. Das ist aber nicht schön. Was wollt ihr noch? Oh, Bier. Okay, Kirsche. Achso, die brauchen wir ja auch noch. Das müssen wir noch schon. Oh oh. Gesandter. Der Sultan erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Vielen Dank. 25 Tonnen Glas. Ei, ei, ei. Ein Feuer wütet in ihrer Siedlung. Auch das noch. Wo denn?
Ach so, hier bei den. Wir haben natürlich jetzt. Da werden wir hier dann doch mal eine Feuerwehr noch umsetzen. Wo haben wir sie? Löschen. Na, geht doch. Sehr gut. Okay, puh. Reparierst du dich selber, oder? Sonst bauen wir noch eine Zimmerei. Wenn ich sie dann gerade finden würde. Achso, ich bin ja Dings drin. Okay, der Brand wäre schon mal erledigt. Sehr gut. Viel? Ja, viel Spielraum haben wir ja gar nicht mehr, ne? Sehe ich. Da haben wir. Das würde noch passen, aber hier wird es schon wieder knapp. Ah, das ist immer so eine Sache, ne? Das reicht schon nicht für die Kapelle. Okay. Hier will ich dann die Kirche hinsetzen. Jetzt die Frage, reicht das für die Kirche? Könnte vielleicht unter Umständen gerade noch so reichen. Setzen wir mal hier noch eins hin. Wir sind nämlich mal wieder im Minus, was ja nicht gut ist. Hier brennt es ja schon wieder. Das ist ja einfach unglaublich. Warum brennst du da unten? Hm? Okay, dann sollten wir vielleicht doch. Wo ist er denn jetzt? Wir hatten. Hier gibt es doch irgendwo. Ach, da ist er doch. Okay, dann. Macht euch mal auf den Weg, Jungs. Oh, das brennt schon wieder. Hey, Jungs. Mann, das ist aber. Ja, das weiß ich. Das ist schon mit Feuerwehr. Huhu. Das dauert. Leute. Wir werden aber hier mal einen Steinweg machen. Guck mal da. Okay, das sah aber jetzt gerade echt stylisch aus. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ah. Okay, wunderbar. Ah, es wird repariert. Das ist doch das, was wir wollten. Sehr schön. Okay, was haben wir denn? 8 Tonnen Glas haben wir erst. Da müssen wir noch etwas uns gedulden. Dann habt ihr das auch schon mal. Kleidung, ach so, Kleidung, da brauchen wir bestimmt. Na, sage mal. Das ist ja unglaublich. Wie lange dauert das Regen? Das Unwetter noch? Ha! Das ist ja blöd. Hallo? Könnt ihr das mal reparieren, bitte? Und zwar vollständig.
das ist ja ein Unding. Okay, jetzt gucken wir mal. Oh. Das Gewitter hat sich gelegt. Na, Gott sei Dank. Der hat nämlich auch schon Schaden genommen. Der hat auch ein bisschen Schaden genommen. Wusste ich doch. Nun gut. Oh, die auch. Ach, ein liebes bisschen. Okay. Aber glücklicherweise nicht so tragisch. Sehr schön. Na komm. Super. Okay, naja, das wird ja langsam. Da fehlt uns noch einiges. Wie sieht es denn hier bei uns aus? Da läuft es wenigstens. Sehr gut. Nomade, aber Gesandter haben wir noch nicht, oder? Teppiche. Ach ne, hier war das mit den Teppichen, ne? Okay, das war's ist mit dir. Ich erbitte eure Hilfe. Zehn Tonnen Mehl. Alles klar. Mal gucken, ob wir so viel noch haben. Zehn Tonnen Mehl, müssen wir mal schauen. Es beschämt mich, als Bittsteller vor euch zu treten. Was willst du von mir? Ein Tribut. Na gut. Danke. Nun kann ich die Suche nach meiner Tochter bald fortsetzen. Bitte gern. Oh, der hat auch Schaden. Das ist aber blöd, ne? Haben keinen Schaden genommen, wie es aussieht. Okay. Unsere Werft auch nicht. Gut. Erlaubt mir, euch diesen Vertrag zu unterbreiten. Aber eure Zusage ehrt mich. Ja, ich freue mich auch. Okay. Sehr lieblich. Löblich. Na, das ist ja ein Ding. Yippie, wir sind mal wieder im Plus. Na, welch Seltenheit. Okay, wo bleibt denn jetzt unser Apple-Korn hier? Naja, wird wahrscheinlich gleich da sein. Ach du nie. Oha. Ich glaube, hier brauchen wir mal dringend aber eine Zimmerei. Da werden wir nicht drum rumkommen. Aber erstmal einen Weg. Dass der gute Mann auch hinkommt. Hoppala. Wunderbar. Gut, jetzt können wir dann. So, Jungs, habt ihr gleich mal ein bisschen Arbeit. Okay. Was los, Kumpel? Dann setzen wir mal hier auch Asphalt. Steine haben wir ja genug. Uiuiui, das hat auch ganz schön gelitten. Gut, naja, dann sind wir jetzt mal wieder in Minus.
Ah, wobei, wir können vielleicht hier noch ein paar Häuser hinsetzen. Okay, das sieht doch... Sonst muss ich mir nochmal überlegen, wo wir dann die ganzen Gebäude für die Herrschaften hier hinstellen. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass die hier... Dass wir... Ja. Welches Bauvorhaben plant ihr? Ja, das möchtest du gerne wissen, nicht? Können wir die schon mal setzen, dann zahlt ihr auch mehr Steuern. Oh, das langt nicht. Schade, schade. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Dann sollte ich hier... Ach so, Werkzeug fehlt mal wieder. Mhm. Hätte ich mir ja auch denken können. Aber glücklicherweise ist ja unser Schiff gerade hier. Ah. Ja, da ist er ja. So, Kollege. Okay, wir brauchen Werkzeug. Nehmen wir mal 20 mit. Ach, wir haben gar kein Mehl. Das ist aber doof. Naja. Da haben wir wohl mal wieder zu schnell den Auftrag angenommen. Gut, naja, passiert. So, Jungs, ihr könnt jetzt ein bisschen mehr zahlen, ne? Nämlich euer Glaube auch erfüllt. Die ist aber im Vergleich zur Kapelle ziemlich groß, ne? Die Moschee. Okay, naja. So ist das. Hoppala. Aber die hat auch einen guten Radius, finde ich. Können wir hier vielleicht noch... Nein, ich brauche jetzt erstmal einen Weg. Na, komm her. Dankeschön. Aber die haben dann wieder keinen direkten Anschluss, sehe ich das richtig? Das ist aber doof. Na gut, dann brauchen wir unbedingt Werkzeug bitte. Wo bleibst du? Wie sieht's hier aus? Achso, das ist für Ressourcen auffüllen. Naja, müssen wir noch nicht. Wir haben noch 1200. Und hier? Ach, unendlich. Okay, das ist ja schon mal was. Supi. Ach, da bist du ja. Sehr gut. Alles klar. Und raus damit. Ja, Mehl habe ich leider keins für den Kollegen. Gut, wir brauchen richtig ein Kontor nochmal. Setzen wir dich am besten. Ach so, da hinten brauchen wir auch einen Weg. Dun, 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 dun. Gut, jetzt können wir nämlich hier zumindest schon mal den Weg fertig machen. Ups. Dankeschön, ich wollte nämlich einmal durchziehen. Gut, dann wird das nämlich jetzt auch sehr schön. Okay, hier kommen wir noch nicht hin. Naja, macht ja nichts. Aber jetzt können wir... Sollte doch passen, ne?
Warum ist er da? 17. Oh, wir können noch 17 Stück von. Na. Gut, sehr schön. Da hätten wir jetzt erstmal noch was. Wie sieht's denn aus hier mit. Ah ja. Knapp 60 Tonnen davon, 48 Tonnen Milch. Ja. Das sollte doch mal reichen, ne? Auffüllen brauchen wir noch nicht. Und hier auch noch nicht. Okay, na, wer sagt's denn? Okay, ach so, genau. Das wollte ich auch mal gucken. Was brauchen wir denn für einen Teppich? Seide und Indigo. Aha, okay. Also hier brauchen wir Seide und Indigo. Wir könnten aber mal nachschauen, ob wir bei den Al-Zafir. Ob wir vielleicht bei denen was kaufen können. Ja, das werden wir nicht schaffen. Wie sieht's hier aus mit Mehl? Jupp, ja, ziemlich bescheiden. Aber die produziert doch Mehl, ne? Im Moment haben wir ja maximal. Das ist schon mal sehr gut. Ich weiß, dass kein Erfolg ewig andauert. Ach ja, das tut mir aber leid. Wo ist denn der Heini hier? Bei denen sieht es aber irgendwie. Wo sind denn seine Siedlung? Ah, okay. Ein Almosen wäre jetzt angebracht. Auch das noch, na bitte. Eine Spende für den Konvent? Gott segne euch. Ach, das ist der hier, eure Insel hier. Okay. Ach so, hier ist der Wilhelm. Ach, der hat schon Gesandte. Oh, okay. Nun gut. Oh, sieht aber schön aus, die Gesandtenhäuser. Okay, wo ist seine Hauptinsel? Oh, Moment mal. Die schon wieder. Wo hat er seine Hauptinsel, der Wilhelm? So, der darf gerne herkommen. Der Korsache, der hier rumschleicht. Was hat der eigentlich? Wie schön, euch wiederzusehen. Ja, freut mich auch. Hast du vielleicht zufällig Saatgut? Was wir gebrauchen können? Lieber Lot? Nee, ne? Salz hat er. Glas und Bücher. Okay, was hast du hier unten? Wie kann ich helfen? Das ist eine gute Frage. Ja, Gewürze braucht man nicht. Das bringt uns auch nicht. Saatgut, Kaffee, okay. Ach so, wir haben nicht genug Ansehen. Ruhm. Oh, das ist jetzt aber doof. Okay, das heißt. Wir sollten Ausschau halten. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte. Gottes Hilfe und harte Arbeit ist das Geheimnis jedes Erfolgs. Was du nicht sagst. Ach, da, okay. Da, wo wir gerade nichts sind. Gut, macht aber nichts.
Sollen sie ruhig machen, das ist ja endlos Spiel. Wie sieht's mit Gewürzen aus? Wie, wir haben keine Gewürze, oder? Achso, ich würde schon sagen. Vergesst das ja immer, wenn man Anno 1701 gespielt hat, ne? Dass man hier bei 1404 immer hin und her schalten muss. Gut, naja, hier wird es ja langsam. Aber warum könnte bei denen Gesandt sein? Der hat doch auch. Okay, der hat hier schon mal Indigo, aber keine Seite. Gewürz, Indigo. Das ist ja komisch. Warum hat der dann trotzdem? Das irritiert mich, weil Gesandte, die brauchen Teppiche und Teppiche, da braucht man auch Seite und da sehe ich jetzt auch keine Seite. Ein Freundschaftsbesuch. Welch erfreuliche Abwechslung. Ja, finde ich auch. 10. Seite. Aber Indigo hat ja leider keins. So ein Pech aber auch, ne? Da werden wir uns aber auch noch mal drum kümmern. Denn wie ich sehe, ist jetzt die Zeit schon wiederum. Ja, dann darf ich mich hier nochmal ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, und ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ja, dann gucken wir mal, dass wir uns hier den Ausbau hier weiter, Spiel gespeichert. Uns widmen. Und zwar werde ich dann auch mal gucken, dass wir eine neue Insel finden, wo wir vielleicht im Idealfall Indigo und Seite ansiedeln können. Ich verabschiede mich jetzt ganz herzlich, wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Ossizocker Markus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Yeah!